Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession hier bei Subsistence. Jawohl! Mir kommt das vor, als wenn ich hier wochenlang nicht drin war. Ich sehe, also momentan kommt es mir sowieso vor, als wenn irgendwie tausend Sachen täglich passieren. Ihr wisst sicherlich alle, was ich meine, denn wir sind ja alle in der gleichen Welt gerade aktuell. Und es sind halt so viele negative Sachen irgendwie. Dass so das gefühlt irgendwie die Zeit schneller vergeht oder was auch immer. Umso wichtiger, dass wir uns zwischendurch einfach mal in Welten begeben können, damit es uns so ein bisschen besser geht, ja? Wo wir einfach mal ein bisschen abschalten können und weg von diesem ganzen Scheiß, ganz ehrlich. Und ich freue mich, hier zu sein. Warum habe ich hier so viele Hühner und Dinger drin? Ich bin etwas irritiert. Ich bin erstaunt, warum habe ich hier so... Ich erinnere mich gar nicht, dass ich da so viel... tote Tiere hatte. Wann habe ich das denn gemacht? Wie viele Tiere habe ich denn hier drinne? Hä? Das ist ja grauenhaft. So, ich habe jetzt hier noch das da und das da. Was habe ich denn hier alles? Um Himmels Willen, das vergammelt mir doch. Und genau das ist auch der Punkt. Denn heute in dieser Aufnahmesession, die wahrscheinlich, ich muss kurz gucken, 4 Folgen betragen wird. 4 Folgen, in denen ich auf jeden Fall als Ziel habe, den Kühlschrank zu bauen. Leute, das ist so wichtig. Guck mal, wenn ich hier sehe, was ich hier alles umniete und das muss doch alles im Kühlschrank, das vergammelt mir. Mir vergammelt einfach alles. Das muss auf jeden Fall passieren. Das bedeutet, während er hier brutzelt, wir müssen auf jeden Fall hiervon noch ein Ding bauen. Wir müssen auf jeden Fall das hier war der Massespeicher, ne? Noch ein Ding bauen. Oh, wir haben eine Werkbank, geilo. Und dann bauen wir uns einen Kühlschrank. Bin gespannt, ob das so einfach funktionieren wird. Keine Ahnung. Und dann können wir endlich das ganze Fleisch darin lagern. Das wird so gut. Das wird einfach so gut. So, nochmal 3. Ich hau mir den ganzen Stapel rein, ja? Essen 3. Weil wir sowieso Eiweiß brauchen ohne Ende. Das passt genau. Wir hauen uns hier noch ein paar Möhrchen rein. So, Klamotten. Sieht alles gut aus. Okay. Profilstatistik? Haben wir die schon die ganze Zeit gehabt? Profilstatistik? Eigene Tode 3. Erlegtes Großwild 12. Erlegtes Kleinwild 40. Basisjäger, Banditen, Höhlenjäger. Die kommen alle noch. Gefertigte Gegenstände? 577. Konstrukte Geräte 44, erledigte Reparaturen 10, Basismitgliedschaften 1. Ach du Kacke, okay, dann haben wir hier... Ach du Scheiße, guck mal, wie viel ich schon getötet habe. Nur damit ich satt werde. Ist das grauenhaft. Bären, Rehe, Wildschweine, Pumas, Elche, Schneewölfe, Fledermäuse, Adler, junger Lachs, Flussbarsch, ausgewachsener Lachs. Ich muss ganz kurz mal hier raus. Ich glaube, das verbrennt mir gerade. Oh nein. So. So, das behalten wir jetzt erstmal hier. Jetzt wäre natürlich so ein Kühlschrank wirklich richtig gut, ne? So, warte mal. Ich muss noch mal kurz gucken. So, was war das hier noch? Echt? Forellenbarsch. Guck mal, war das vorher auch schon da? Irgendwie... Ja, wahrscheinlich schon. Ich sehe nur immer nichts, ne? Oha, guck mal hier. Was gibt es hier noch für Ressourcen? Kohle, Phosphaterz, Kristallerz... Raritätenkiste. Hat eine apropos Raritätenkiste. Ja, wir haben einen Dietrich. Okay. Gut, Frage beantwortet. Nice. So, was haben wir denn noch? Ich muss erstmal kurz gucken, was hier los ist. Hallo. Wir haben keinen Dünger. Ich muss Wasser reinballern. Mach ich. Wo sind meine ganzen Wasserflaschen? Hier. So. Okay, 3 Stück. Das wurde mir ja auch nochmal erklärt. Vielen Dank nochmal für eure zahlreichen Kommentare. Ist immer wieder eine Freude, das zu lesen. Freue ich mich immer mega drüber. Dass ich hier mit dem abgekochten Wasser arbeiten soll, dass das irgendwie schneller geht dann wohl. Deswegen kochen wir gleich das Wasser auch nochmal ab. Und dann wurde mir auch noch mitgeteilt, jetzt gerade bei der letzten Folge, vorletzten Folge, keine Ahnung, es ist ja immer anders, wenn ihr die Folge seht und wann ich aufnehme, dass ich mir auch mit den Wasserflaschen meine Hände waschen kann. Auch wichtig. Nicht zu unterschätzen, wenn man unterwegs ist, bevor man eine Infektion kriegt, obwohl wir ja gut ausgesorgt haben. Ne? Wir haben ja hier, hatte ich ja Medizin, guck mal hier. Richtig cool. So. Ich pack mal ein bisschen Wasser rein.
Zack, zack. Habe ich einen vergessen? Cool. Ist da was drin? 8 von 200. Hä, das hatte ich doch repariert. Hätte irgendwie einen Speicherpunkt oder so? Bin gerade etwas irritiert. Aber ich, nee, doch, ich glaube, das war auch beim letzten Mal, als wir rausgegangen sind, habe ich auch geguckt und habe gedacht, ach, scheiß drauf machen wir beim nächsten Mal. Irgendwie so. So, du machst das Wasser fertig, dann haben wir das hier noch. Und dann passt das. So, nee, da muss ich auf jeden Fall das Teil einmal reparieren. Das bedeutet, wir brauchen das hier. Ich habe kein Holz mehr, ne? Hier. So, wir müssen auf jeden Fall ein paar Stöcke machen. Und wir müssen ein paar Seile machen. Und dann kann ich mit meinem Hammer nämlich ganz entspannt mal vorne das Ding reparieren. Dann hauen wir davon noch 3 rein. Und dann ist gut. Ich glaube, das hier wird eher vergammeln, oder? So, und dann machen wir uns an die Arbeit. Wenn es Tag wird, dann haue ich erstmal alles in die Kisten, was wir hier noch so haben. Dann muss ich den Bogen reparieren. Und wenn es Tag ist, gehen wir los. Gehen erstmal eine Runde looten. Und danach bauen wir ein neues Dingens. Vielleicht können wir es auch jetzt schon bauen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, ne? Warte mal. Was brauchen wir? Stromspeicher. Diese Dinger. Und Bretter. Was war das? Das hier? Das hier? Ich muss hier mal ein bisschen was wegpacken, glaube ich. Was ist denn das hier alles für ein Kram? Rein da. Saat. Tomaten. Ich pack's erstmal weg. So, und dann brauchen wir noch ein paar Bretter. Okay, ich repariere jetzt erstmal das andere Ding. Gott, schon wieder alles völlig chaotisch hier. Wow, geil. Ich habe alles komplett einmal repariert. Nice. So. Okay, cool. So, dann können wir erstmal... Achso, da kann ich ja auch gleich Zeug noch reinmachen. Machen wir noch ein bisschen Zeug rein. Ich nehme mal, glaube ich, 6, oder? Hallo. Junge, mach jetzt. Mach doch. So. Ich mache mir das wahrscheinlich schon wieder viel zu umständlich. So. Rein. 6 Stück, bitteschön. Und dann gib mir was zu futtern. Ein bisschen was haben wir ja noch. So, okay. Hier machen wir uns jetzt... Reicht das? Das reicht nicht. Wir müssen noch mehr Bretter machen. Dann machen wir uns jetzt noch einen Stromspeicher, Leute. Dann ist der, dann steht der schon mal, ne? Dann haben wir den schon mal fertig. Massenspeicher brauchen wir dann noch. Wenn wir wieder zurückkommen, machen wir Massenspeicher. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Kühlschrank gezaubert kriegen. Dann müssen wir, ne, das wurde mir auch nochmal gesagt, okay, warte erst, bis das BKE voll ist, weil der lädt sich ja alleine auf und alles, was darüber hinausgeht, da machst du denn den Generator an. So. Habe ich verstanden. So, noch 2 Bretter. Und dann mache ich hier alles weg. Und dann gehen wir los. Come on. Das mache ich nach vorne rein, ne? Vorne in die Felder. So, ich stelle her. So. Träumchen. Okay. Wasser sollte ich selber noch trinken? Eins nehme ich noch mit. So, dann packe ich jetzt den ganzen Schnulli da rein. Zack. Das kommt in die andere Kiste. Hier ist gar kein Platz mehr. So. Oh, jetzt habe ich wirklich keinen Platz mehr. Was kann er noch woanders hin?
Vielleicht sollte ich diese Sachen hier, das Essen vielleicht auf die andere Seite packen. Oh, schwierig. Ich muss irgendwie... Ich pass mal auf, ich mache die Perlen, mache ich mal auf die andere Seite. Und das mache ich auch auf die andere Seite. So, dann kann ich das Holz hier reinmachen. Das kommt auch... Das kann hier rein. Das bleibt hier. Das kann hier rein. Das. So. Hier ist was vergammelt. Ich breche gleich ins Essen. So ein Mist. So, dann machen wir hier... Achso, der Wurm muss auch noch rein. Diese ganzen Sachen weg. So, dann mache ich hier auch noch die Angel und das rein. Das brauche ich jetzt nicht. Den nehmen wir mit. Der ist wichtig. Das kommt hier auch noch mit rein. Und das hier. So. Und dann haben wir hier noch die Federn. Den Wurm. Und Gammelzeug. Ja, wieso habe ich denn... Hä? Kommt das hier rein? Ich sehe gar nicht durch heute. Also ganz schlimm. Ja, das hier. Ist schon hell? Ja, es wird hell. Wir müssen aufhören. Kurz mal einen Schluck trinken. Na, wenigstens ist meine Stimme nicht mehr so quäkig wie beim letzten Mal. Das war ja auch grauenhaft. So, den behalten wir hier. Das nehme ich mit. 19 Pfeile. Wir müssen den Bogen noch reparieren. Weil ich brauche... Ja, cool. Ich brauche das und das. Bogen reparieren. Was denn? 3 Seile. Ach so, Seile. Ja, alles klar. So. Das denn wieder raus. Weg. Weg mit der ganzen Scheiße. So, Bogen ist repariert. Das passt. Die Knarre brauche ich jetzt überhaupt nicht. Wieso habe ich die jetzt mit? Ich will die jetzt nicht haben. Ich will die Munition nicht verballern, wenn ich ehrlich bin. Bleibt das jetzt weg? Das kann auch erstmal raus. So. Ja, und der kann auch raus. Gut. Kann der Bogen hier hin? So, perfekt. So, dann holen wir noch ein bisschen Holz. Und das noch mit rein. Das nehme ich auch mit. Und wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeug holen. So, Stickstoff machen wir hier noch mit rein. Einmal bitte teilen. Und bitte hier auch noch mal was rein. Hervorragend. So, und dann ist das auch bald fertig, Leute. Sehr gut. So, ich drücke F8. Speichere den Spielstand. Ist da irgendwas? Läuft da irgendwas? Nö, alles gut, ne? Ich laufe mal los. Wir holen uns jetzt ein bisschen Stuff. Und auf dem Rückweg, ich habe das Ding noch gar nicht hingestellt, werden wir dann, also wenn wir wieder zurückkommen und es dunkel wird, werden wir den Massespeicher bauen. Oder direkt den Kühlschrank. Ich bin noch nicht sicher. Das kommt jetzt drauf an, wie viel Masse wir benötigen. Werden wir dann sehen. Also entweder bauen wir den Massespeicher oder direkt den Kühlschrank in der nächsten Nacht. Ich gehe erstmal dahin. Ich gehe erstmal dahin, damit wir uns den Köder holen und dann können wir weitermachen. Und ich hoffe ja so sehr, das ist eine Kiste, ich will dahin. Hier auch. Dass wir so eine Raritätenkiste finden. Das wäre so nice einfach. Ach, wäre das gut. Ich möchte unbedingt eine Raritätenkiste haben. Nee, ich bin zu dicht dran, das geht nicht. Shit. So, gut, dann machen wir erstmal den hier. Könnt ihr ja noch ein Stück da hochlaufen? Nee, das ist auch ein Bär. Warum sind denn hier so viele Bären? Was soll denn das? Hau doch mal ab hier, ihr Kackviecher. Wenn ich die nur so ein bisschen knurren höre, ne, dann... Oh, warte. Und tschüss. So. Ich glaube, dort ist auch ganz schön dicht. Ich glaube, ich möchte mal da hochlaufen irgendwie.
Dankeschön. Was war das schon wieder? War das der? Was hat... Oh, ein Puma. Oha. Ein Kuga, ein Puma, ein... Wo kommt der denn jetzt her? Also mit dem möchte ich mich nicht anlegen, ne? Ich glaube, da bin ich noch zu klein für. Da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. So, wir laufen. Erstmal Fasern holen hier. So. Wir laufen... mal in diese Richtung. Wir waren lange nicht hier. Mal gucken, was hier so geht. So. Während unser BKE sich volllädt und wir das nächste Bauteil holen können, machen wir das. Und ich hätte gerne noch ein paar mehr Kisten oder sowas. Hühner und so lasse ich erstmal weg. Ich habe noch ein bisschen was zu essen hier. Und wir haben ja auch noch unsere Falle haben wir auch noch. So, dann gehen wir erstmal hier zu dem Baum. Mann, Mann, Mann. So. Was ich noch sagen wollte, was ich jetzt gerade auch so feststelle, ne, aufgrund der jüngsten Ereignisse in der Welt und so, fällt es mir gerade schwerer, also es fällt mir schwer, meinem Hobby zu frönen, wie ich es früher getan habe. Normalerweise mache ich viel zu viel, ne, für den Kanal. Ich mache viel zu viele Videos, weil ich super gerne zocke und so. Und hau dann irgendwie viel zu viel Zeug raus. Jetzt gerade ist es bei mir so, dass ich Schwierigkeiten habe, das zu machen, was ich mir selber auferlegt habe. Mache mir also selber Druck, obwohl ich es nicht tun müsste. Mir fällt es schwer zu zocken aktuell. Es ist ganz mysteriös. Jetzt, wo ich dabei bin, jetzt, wo ich am Subsistence-Spielen bin, habe ich Bock. Macht mir mega Laune schon wieder. Ich bin richtig schon wieder angefixt und so. Aber es fällt mir schwer, dorthin zu gehen. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist ganz, ganz merkwürdig, so dass mein Fokus sich tatsächlich, was wahrscheinlich auch gut ist, mehr auf andere Sachen... Also mein Fokus geht in andere Richtung... In andere Richtung aktuell, ne? Dass man wieder jetzt, wo Corona so ein bisschen... Corona hat ja nicht aufgehört. Wir haben das Thema nach wie vor. Es ist nach wie vor präsent und es wird auch nicht weniger. Aber wir merken halt auch in Summe, dass wir es halt einfach nicht vermeiden können und im Prinzip eigentlich Richtung Endemie gehen könnten, weil Corona einfach ein Bestandteil sein wird für uns alle und wir damit einfach leben lernen müssen, so dass jetzt alles wieder so ein bisschen offener wird vielleicht, ne, in nächster Zeit und dass das soziale Leben einfach wieder stattfinden kann. Und irgendwie geht der Fokus wieder so ein bisschen in diese Richtung und das ist auch gut so, wie ich finde, aufgrund des Krieges, dass man erstmal merkt, okay, es kann auch einfach mal vorbei sein, die ganze Kiste hier. Es kann auch einfach mal alles vorbei sein. Und dann habe ich die ganze Zeit am Rechner gesessen und geile Games gezockt. Also, richtig geile Games gezockt. Spaß hat das gemacht und macht es nach wie vor. Aber dass man tatsächlich schon auch, also ich, aktuell so ein bisschen anderweitig mal wieder Bock hätte, Sachen zu unternehmen. Ich weiß nicht, wie ich es gerade sagen soll. Es ist einfach ein Thema, was gerade in meinem Kopf ist. Und ja, keine Ahnung. Also ich muss halt gucken, wie ich mit meinem Upload-Plan klarkomme in nächster Zeit. Wird wahrscheinlich sich so ein bisschen... Es ist eh so ein bisschen chaotisch für meine Verhältnisse, weil ich eher ein bisschen... Ich bin eher der durchstrukturierte Typ, was das Thema betrifft. Aber momentan, weiß ich nicht. Ganz komisch. Dann habe ich mir überlegt, ich werde, weil ich halt so ein leichtes Chaos habe gerade, werde ich dann wahrscheinlich wöchentlich einfach einen Upload-Plan hochladen. Bei uns, bei YouTube, also auf dem Kanal, in dem Community-Reiter, den ich ja nun auch habe. Das ist ja ein bisschen runtergesetzt worden, dass man mittlerweile auch, wenn man 500 Abonnenten hat oder noch zu den kleinen Leuten gehört, dann trotzdem die Option hat, einen Community-Reiter zu haben, weil auch kleine Leute können eine Community haben. Was ich hier ganz nett finde. Und da kann ich dann halt den Upload-Plan als Bild hochladen.
für all diejenigen, die interessiert, wann was ausgestrahlt wird, mache ich dann immer so wöchentlich, ne, dass ich dann Sonntag das raushau und dann wisst ihr, wann was kommt. Ja. Meine Idee ist jetzt eher so in der Woche täglich Subsistence rauszuhauen. Immer 16 Uhr so Subsistence. 17 Uhr Medieval Dynasty. Ich habe halt einfach richtig Bock auf Medieval Dynasty. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht so angesagt ist bei den Zuschauern, aber ich stehe einfach, ich will das unbedingt spielen, habe richtig Bock. Das sind die beiden, die dann so daily kommen werden in der Woche und am Wochenende mache ich dann irgendwie 16 Uhr was anderes und 17 Uhr wahrscheinlich Icarus. Ich muss mal gucken. Also Samstag, Sonntag dann. Das wird nochmal spannend. Ein großer Wandel überall. Das Ganze so ein bisschen anpassen. Dem aktuellen Leben, meinem Leben so ein bisschen anpassen. Es soll ja nicht in Stress ausarten, soll ja Spaß machen. Es ist schließlich ein Hobby, was man oder was ich halt neben meinem Berufsleben mache. Und das soll es auch bleiben. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich laufe hier einfach rum und ich glaube, ich sammle jetzt so ein bisschen ein. Dann gehen wir mal zurück und gucken mal, ob das Feuer noch brennt. Und ob ich jetzt direkt den Kühlschrank bauen kann oder aber erst den Massespeicher bauen muss. Ich glaube, wir müssen aber erst den Massespeicher bauen, obwohl es könnte passen, ne? Ich glaube, der Kühlschrank brauchte nur bei Strom wesentlich mehr. Bei Masse vielleicht nicht unbedingt. Ja. Liebe Freunde. Das ist der aktuelle Stand. Ich weiß nicht, wie es euch so geht aktuell. Also ich, alles ein bisschen schwierig. Ich kann das nicht mal in Worte fassen. Das ist alles so richtig scheiße irgendwie. Das Gefühl ist nicht so cool. Ich freue mich sehr, wenn alles vorbei ist und wir einfach in Ruhe. Da vorne ist ein Wolf. Wir alle in Ruhe unser Leben weiterleben können. Das wünsche ich mir. Das ist mein Wunsch. Ich achte gar nicht mehr auf irgendwelche Sachen. Oder sammle ich jetzt schon automatisch ein, ohne darauf zu achten, was hier... Ich sollte mal noch ein bisschen Holz holen, ne? Ist, glaube ich, eine gute Idee. Bisschen Holz. Bisschen Stuff. Damit wir nicht erfrieren. Oh, schon vorbei. Und ich soll unbedingt noch eine Jacke. Eine Jacke brauche ich, ne? Ich habe ja die Tage so ein bisschen reduziert, sodass das denn doch die nächste Jahreszeit schneller kommen wird. Und wir hatten ja schon gesehen, ich bin ja letztes Mal schon auf September geballert und das war mir ein bisschen zu schnell, dass ich es wieder ein bisschen hochgestellt habe. Wenn der September kommt, ist es natürlich warm. Das heißt, wir brauchen da die Jacke noch nicht. Aber dann werden ja die Elche komisch. Die werden dann komisch und greifen uns an. Die wollen sich dann verpaaren und sind aggressiv. Und wir müssen uns wehren oder abhauen, keine Ahnung. Da muss ich aufpassen. Das heißt, so ein Helm wäre auch cool, ne? Naja. So, ich laufe jetzt hier einfach in die Richtung weiter und dann gehen wir wieder gern Heimat und gucken mal, ob das jetzt geht. Wäre ganz cool. So, morgen kommt ja dann, ich muss kurz auf meinen Plan gucken. Heute ist ja, in eurer Zeit ist ja heute Montag, der 7.3. Bei mir ist gerade Freitag, der 4.3. Und morgen kommt dann noch eine Folge Road to Eden. Und danach wird es so sein, dass ich dann erstmal in der Woche, also Montag bis Freitag, täglich Subsistence mache.
Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, ne? Also Subsistence ist ja scheinbar ganz, kommt ja ganz gut an. Bei mir auch. Und deswegen ist das auch völlig okay. Dass wir das so machen. Weil ich irgendwie mittlerweile auch glaube, dass dieses Abwechselnde vielleicht gar nicht so gut ist, ne? Mehr so ein Tag so, ein Tag so. Ich weiß auch nicht genau, was richtig ist. Ich mache einfach nach Gefühl und worauf ich gerade Bock habe. Aber ich will auch so ein bisschen Routine will ich natürlich auch haben. So, ich mache weiter die Bäume. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach in die Richtung weiter und holze ein bisschen ab. Und in der nächsten Folge treffen wir uns dann zu Hause. Ja, wir treffen uns da und werden irgendwas bauen. Entweder direkt den Kühlschrank oder den Massespeicher. Mal gucken. Das bauen wir uns. Oh, schade. Ich hätte jetzt schön das Reh noch wegnehmen können. Ne? Mist. Aber ich treffe ja eh nicht, also ist auch egal. Habe ich keine Pfeile? Ich wollte gerade... Doch, die Pfeile sind hier. Ich dachte gerade, ich habe keine Pfeile. Habe ich aber. Alles gut. Gut, so machen wir das. Bedanke mich fürs Zuschauen und für euer offenes Ohr. Und sage bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.